Sie gehören zu den Top-Kabarettisten Österreichs, Weinzettel Rudle. Dieser Tage stellten sie ihr neues Programm im Burkersdorfer Innenlokal Nikodemus vor. Wir begrüßen Sie nachhaltig zu Wiederverwertbar. Nachhaltig deswegen? Die Monika und ich haben uns daraus überlegt, wir sollten einmal schauen, ob wir als Kabarettisten, denkende Menschen, nicht mit unseren Programmen etwas verändern können. Wir recyceln, weil Recycling ist angesagt, nehmen alte Nummern, die wir gern gespielt haben, verpacken sie, neu haben sie teilweise modernisiert und ein bisschen umgeschrieben. Und außerdem haben wir dabei unsere Ressourcen geschont, was auch wichtig ist. Und so kam es zu dem Titel Wiederverwertbar. Ich brauch OP. Na, geht. Hast du das selber gekauft? Was ist? Ich kann das nicht OP kaufen. Das ist mir peinlich. Wieso? Ich schick dich auch nicht mit dem Auto zum Ölwechsel. Es ist natürlich insofern was von unserem eigenen Leben drinnen in den Programmen, als wir ja wir sind und auch als wir auf die Bühne gehen. Wir sind keine Kunstfiguren. Das heißt speziell so diese Sachen, die in den Moderationen erzählt werden. Heute zum Beispiel gibt es so Passagen drinnen, wo die Monika sich darüber lustig macht, dass ich ja so ein IT-Spezialist bin und darum immer die Hilfe der Datenrettung brauche. Das ist schon wahr. Weil der Gerald immer meinen Computer herumpfuscht. Nein, ich pfusche nicht auf deinem Laptop herum, sondern ich schaffe Ordnung. Du pfuscht! Ich heb mir nämlich all diese alten Texte immer auf. Ja, am Computer im Mistkübel. Wurscht! Beide sind hervorragende Kabarettisten, Schauspieler, sehr liebenswerte Menschen. Und ich komme immer wieder gerne zu Ihren Programmen. Ich wäre nicht da, wenn ich nicht wüsste, dass die beiden wirklich urlustig sind und Geschichten erzählen, die wir eigentlich alle selber miterleben. Mrs. Doubtfire ist kein Schmalzfilm. Das ist so romantische Komödie, das ist so süß, wie sich die um seine Kinder kümmert. Das kennst du auch schon, das muss man mehr sehen. Ja. Und dann diese großartige Szene, wo der Busen brennt. Wo der Busen brennt? Also, na, den Film habe ich mal gesehen. Brennende Titten. Kennen Sie bei solchen Kabarets auch einen Teil Ihres Lebens? Ich denke schon, oder? Auf alle Fälle. Also, ich glaube, man kann überall in der Familie, glaube ich, Kabarets machen, oder? Heute bin ich insofern extrem glücklich, weil Monika und Gerald sehr, sehr liebe Freunde geworden sind in den letzten Jahren und dass sie die Premiere heute bei mir gerade in Burgersdorf machen, ehrt mich natürlich sehr und ist eine schöne Auszeichnung auch für uns. Partner, Baujahr 63. Gröbere Lackschäden. Gegen Ausschlachtung bei Selbstabholung gratis.